So, herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Skyrim. Wenn auch das Bild zurückkäme, wären wir bereit. Yay! Und kleiner Vogel, du bist immer noch da. Yay! Und wir müssen mobblig sein, wie immer. Wir sind in unserer... Ja, es muss laden. Ich werde langsam machen. Oh, ja, wir sind in unserer mörderischen Questreihe. Und ich hoffe, dass wir wirklich, wirklich, wirklich die Alternative dann auch haben. Nicht, dass wir alles umlegen, weil wir werden alles umlegen, was es gibt, was uns zumindest, wo ein Auftrag vorliegt. Wir sind Professionelle natürlich. Wo ein Auftrag vorliegt, wird alles abgeschlachtet, was nur geht. Hier habe ich überlegt, gerade eben, weil wir das ja auf den Feldern nicht hingebracht haben, warten wir jetzt einfach mal, bis die hier im Gasthaus vielleicht... ja, das ist ein Kind von mir, ne? Die geht jetzt schön nach Hause hoffentlich. Natürlich nicht. Okay, ja, ja, hi. Ich glaube, ich spreche nochmal mit den Kindern irgendwann. Wir können ja hier warten und währenddessen auch Pilze ernten und so weiter und so fort. Ist ja alles im grünen Bereich, so. Und wir warten jetzt realtime. Ja, sie hat es geschafft. Supi. Lucia war das, glaube ich. Ne? Super gemacht, Lucia. Ja, Aufmunterung ist das allererste Mittel. Ich muss sagen, ich bin jetzt vielleicht etwas aufgeweckter und hin und her, aber fühle mich eigentlich gerade unwohl mit diesem ganzen Herumgemorde. Aber wie gesagt, es ist eine Questreihe und wir werden jetzt einfach durchziehen und that's it. Also. Und hoffen auf die Lademöglichkeit. Jetzt ist natürlich immer die Frage. Ist noch offen. Chlor. Wir sollten vielleicht nicht hier stehen, sondern irgendwie so hier. Das ist, glaube ich, gut. Ja, 22 Uhr. Ist ein läppischer Nachmittag noch. So, dann mal gucken hier. Jawohl, sehr schön. Gut, dann machen wir mal Folgendes. Erstmal ein Kiegerchen dahin. Sehr schön. Und ich bin gründlich. Wir gucken nochmal da lang. So. Sehr schön. Jetzt kann natürlich vorne wieder einer gekommen sein, aber dann habe ich halt Pech gehabt. Wir müssen es jetzt nicht bis ins letzte Immersive machen. Wir killen die einfach und gut. So. Okidoki. Komm, mein Trank. Lalala. So, da ist er. Den erinnere ich auf jeden Fall. Den haben wir ja selber gebraut. Jetzt machen wir erstmal hier ganz kurz. Ein Guckerchen. Also erstmal ist ja offensichtlich alles Paletti. So, die hatte ich schon gesehen. Janessa, okay. Ich erinnere es. Ich erinnere es, dass da mal, dass sie hier auch war und so weiter und so fort. Die machen es schon clever, ne? Oh, ja, können wir gerade hier, warte. Die vermieten jeden Raum offensichtlich. Jetzt wird hier unten der Bruder liegen wahrscheinlich und er vielleicht oben, oder? Na, hier, schnell. Vielleicht nehmen wir die Vanessa, nee, Janessa, nee, wirklich zu uns einfach. Finde ich, dass es gut hier ist. Okay. Das ist er. Okay. Und da ist unser Ziel. Ja, wir machen gar kein großes Aufsehen. Ah!
durchgehebelt. So. Wie gesagt, wir sind professionelle Halsabschneider. Was denn? Ja, ja. Was war das? Warte, was? Okay, er hat also nichts gemerkt. Weil er uns nicht direkt angreift, ne? Und so weiter und so fort. Ich will nur gerne sehen, ob er uns erkannt hat. Eine Leiche! Das ist ja schrecklich. Das ist doch keine Leiche. Was war das? Oh, hat er uns... Er hat uns beinahe erkannt. Jetzt habe ich das erste Mal da oben diesen Indikator gesehen. Okay, krass. Aber es war ganz unten. Also insofern alles gut. In Wiss. Alles klar. Gut. Ja, er sieht friedlich aus, ne? Fast. Und der ist raus. Okay, umso besser. Wir müssen bloß aufpassen, wenn wir rausgehen. Gut, will ich aber gerne noch eine Sache wissen. Wir nehmen nichts mit, ne? Also, wir können halt... Wir haben genügend Tränke, also insofern würde ich einfach... Okay. Oh shit, der ist zurück, okay. Okay, das ist Nassim, jetzt kapiere ich es. Okay, ja, das, okay. Das macht Sinn. Was? Hoffentlich sieht er uns jetzt nicht. So. Wow, da müssen wir morgen mal gucken, ne? Oder am besten, wir machen mal Folgendes. Wir müssen dann nochmal wieder zurück uns ein paar Tränke holen, dann, ne? Aber wir gehen jetzt einfach mal so schön unsichtbar, wie wir sind. Wahrscheinlich nur durch den Regen sichtbar, wenn der auf uns drauf platscht. Oh, ist ja schön glatt gelaufen eigentlich insgesamt, ne? Ich habe nichts mitgenommen, keine Blümchen und so weiter. Würde uns sofort verraten. Dann mal hier machen wir mal Fernreise jetzt. Zack. Und dann sind wir natürlich wo ganz anders gewesen. Das ist völlig klar. So, hier war das andere. Ich hatte schon irgendwo mal geguckt. Da, Windmühle, alles klar. Aber okay. Windklippenhöhle. Das ist hier quasi... Warte mal, ich muss mal gleich ein bisschen näher. Hier ist lange nichts. Wenn er hier lang geht, ist es halt Blödsinn. Müssen wir halt hier irgendwo hin. Die Windklippenhöhle ist unten, ne? Das war das Ding, wo wir durch die... durch diesen Sarg gegangen sind. Bei der einen Quest. Also durch den Sarkophag. Wasserwindfelsen. Fernwindhorst. Das hier sieht mir so ebenerdig aus. Ich hoffe, dass hier so eine Straße lang geht, dass man hier Salvieshof ist, könnte. Ne, wir gehen mal hier Wasserwindfelsen. Gehen wir mal hin. Mal gucken, ob wir das... ob das richtig passt. Ja. Ja. Also es ist gut gelaufen, ja. Aber natürlich... vom Ergebnis passt mir das jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Oh. Okay. Jetzt verstehe ich es. Okay, 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 warte. Wir sind hier oben. Dann hätten wir natürlich, klar. War ja klar. So, wo ist denn der? Der ist natürlich dort in der Nähe. Okay.
So. Wir können eigentlich wieder Reisekleidung anziehen. Weil hier können wir eigentlich echt probieren, ob wir ihn nicht tatsächlich mit dem Fernschuss weglatzen können. Aber wahrscheinlich müssen wir erstmal sowieso diesen komischen Sachen da wegknallen. Ich gucke gerade jetzt schon nach einer Deckung, weil wir haben keine Lydia dabei und nichts. Das könnte etwas unbequemer werden, als wir es wollen. So, der ist hier vor uns gleich. Okay. Ach, da kommt schon eine Karawane. Scheiße. Okay. Wer bist denn du? Warte mal. Wer bist du? Risad. Okay. Naja, vielleicht haben wir ja auch Glück, nicht? Nein, wir können ja eigentlich auch mal... auch mal Glück haben, finde ich. Nicht zu mir, schön dort bleiben. Ich will mal kurz gucken. Also umgelegt. Marandro. Marandro. Entschuldigung. Ich habe jetzt. Nein. Ganz falsch. Warte mal, wir müssen hier. Guck mal, wir müssen darüber. Wir müssen zu denen, die da irgendwo sind. Marandru? Nein. Wer bist du? Kyla. Okay. Ich suche jetzt erstmal den Typen. Ein Aschedrachen. Ja, noch mal ganz kurz schauen. Warte mal. Hat uns eigentlich jetzt schon gut geholfen. Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt genügend... Nee. Ich möchte bloß eine vernünftige Kampfposition haben, wo ich auch eine gewisse Deckung habe, wenigstens. Nee. Das ist diese hier nicht. Weg. Wer das jetzt hier hinkriegt. Ne, das macht nichts. Das ist nicht gut. Wir gucken mal, dass wir... Wo ist denn der jetzt? Was macht denn der da drüben? Mann, verpiss dich. Kann ich. Ja, ich sehe es. Warte.
Nein. Ich habe es eigentlich ausgewählt gehabt, aber ist egal. Jetzt war es das, ja. So. Kann ich ihn so. Ja, ich weiß gar nicht, was der jetzt gerade hier für ein. Nein, das ist nicht gut gelaufen jetzt hier. Mal, wo das Ziel ist, immer noch dort. Okay. So, der ist jetzt abgelenkt, der Drache. Mal gucken, ob wir ihn irgendwie hier erwischen können. Natürlich nicht. Gut, ich gucke jetzt mal hier. Das darüber geschafft, sag mal. Das ist jetzt gerade da drüben sehr, sehr schlecht. Nein, nicht gut. Ja, das ist doch das, was wir suchen. Kommt er natürlich nicht her, wo wir den schönen Platz haben. Übertöten. Naja. Gut. Oh. Komm her. Gib mir wenigstens noch die Seele. Ja, erst noch looten. Sehr schön, danke schön. Tschüss. Ach, er bleibt im Bett. Okay. Vielen Dank. Du hast ganz schön Probleme gemacht. Oh, wer bist denn du? Hunter. Ja, das war fett, ne? So. Obwohl eigentlich für unser Level ein kleines bisschen dürftig hinsichtlich des Auskämpfens vielleicht, aber man muss halt einfach sagen, das Ding reißt halt wirklich trotzdem nach unten. Hier, da ist der Mara. Okay, so. Der ist jetzt alleine. Das finde ich sehr schön. Das ist dieses Gasthaus, ne? Wir nehmen wieder keine Pilze mit, weil es uns verraten würde. Du willst mich verarschen. Könnte die großen Alten wirklich zurückgekehrt sein? Kayla hat sich. Ich wünschte, okay. Ich könnte etwas anderes sagen. Aber überall in Himmelsrand ist von Drachensichtungen die Rede. Das ist kein Zufall. Möge Srendar Gnade zeigen. Es wäre eine Tragödie, wenn dies gerade jetzt passiert.
während wir versuchen, unser Auskommen zu sichern. Ich will es immersive machen, dass wir uns gut verstecken. Der war bestimmt lieb. Okay. Ich könnte natürlich... Autsch. Vielleicht kann man hier irgendwie ableiten. Ich will jetzt so lange nicht zugreifen. Wir können natürlich hier eins machen. Ich will mal gucken, ob der irgendwas dabei hat, was erklärt, warum er sterben musste. Die Ringe. Fliegen. Ja, das wäre natürlich toll, aber wir lassen ihm alles. Okay, damit wir uns hier noch vom Tatort verabschieden. So. Die geht einfach weiter. Ja, ne? Also. Tja, Elfenschwert. Gut. Oh, jetzt haben wir Blut am Schuh. Das ist ganz schwierig. Können wir eigentlich jetzt rennen? Hier geht's auch nicht weiter, ne? Das, da oben geht's da rein durch die Schlucht und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig. So, später haben wir es. Ja, dann gucken wir mal noch. Da ist. Nein, das ist die Wiki. Ah ja, okay. Der Herr Dekus. Der Marschstern. Ist am nächsten dran, aber hat wahrscheinlich viele, viele Skelette, die wir auf uns losgehen werden. Schätze ich mal. Mal gucken. Tja, mal schauen. Oder auch nicht. Gut, wo ist jetzt bitte kein Drache? Okay, der ist immer noch konstant bei seinem Schiffchen. Ich verstehe. Nein! Ich weiß, wer das ist. Das ist der Typ, den wir getroffen haben, von dem wir nicht wussten, wer oder was es ist. Der da rumsitzt, ne? Ach du Scheiße. Oh nö. Wir könnten halt den mal ansprechen, ne? Vielleicht weiß er was und sagt was. Oh Mann. Also, ehrlich, das ist. Tach. Sucht euch euer eigenes Wrack. Das hier ist meins. Okay. Ja, man kann
Man kann ihn sozusagen... Bis zum nächsten Mal. Ja, tut mir leid. Alles klar. Ja, wir können stehlen und hin und her, aber... Wir gucken mal, ob er eben auch Inventar hat. Der hat ja die Bella-Statue und so weiter da rumstehen, das ist schon einiges. Feldstiefel, nein. Ich meine, wir brauchen keine Begründung, weil wir das Schwarze Sakrament ausführen und fertig. Aber es ist doch mal wäre doch mal interessant, ob da nicht eine gewisse Story dahinter ist. Okay. Gut, ja. Also ich habe einiges gefunden. Was nicht dafür spricht, hier zu bleiben, ehrlich gesagt. Ich hätte das ganze Gerödel da angepackt und wäre verschwunden. Aber sein Ding. Okay. Eigentlich sieht er ganz natürlich aus, ne? Ein Tod in der ganz natürlichen Pose. Upsi, der hatte auch einen Decker in der Hand, oder was? Was? Ja, naja, gut, dann... Wären wir jetzt erstmal soweit, um schnell zurückzukehren, uns noch abzugeben. Ja, ich glaube, das war gut, dass wir jetzt die schnell noch abgearbeitet haben. Und wir nehmen keine weiteren an. Also das muss jetzt echt nicht sein. Ich habe das mehr aus Versehen, die drei noch sozusagen, weil ich dachte, vielleicht gibt es da noch, kann man da noch ein Stück weiterrücken oder so, das Ganze. Aber... Wahrscheinlich erfüllt sich das Schicksal der Bruderschaft nur über jetzt den Mord am Kaiser. Okay. Gut. Oder nicht gut. Ist schon eigenartig, ne? Also normalerweise, es berührt mich nicht innerlich. In dem Sinne. Aber es macht mir einfach keinen Spaß. Ich halte das für ein gutes Zeichen. ne, aber wie soll ich sagen, ne? Es ist halt irgendwie, töte den. Das ist so inhaltsleer. Ich meine, du musst, wenn du den Auftrag hast und so weiter, ist es dein Leben eventuell und so. Und du weißt schon, was ich vielleicht da sagen wollte. Es ist vielleicht deren Leben, die ein anderes Leben nicht kennen, wie der Argonier da unten. Da macht es vielleicht Sinn, auch im höheren Auftrag der Mutter und was weiß ich alles. Aber sonst... Also... Ihr braucht etwas? Jo, hier, Dekus. Ich persönlich empfinde Argonier als äußerst unberechenbare Gegner, besonders in Wassernähe. Ihr habt ebenfalls gute Arbeit geleistet. Hier ist euer Geld. Was da hier? Gut gemacht. Wirklich gut. Dieses Wagenvolk lässt sich oft verdammt schwer aufspüren. Man muss schon Geduld mitbringen, wenn man einen von ihnen jagt. Sonst oder eine Karte und Quest-Tracking. Jo. Hier habt ihr eure Bezahlung. Sie ist wohl verdient. Was da hier und... Aha. Also hat der Jäger die Angst des Gejagten zu spüren bekommen, hm? Eure Bezahlung, mein Freund. Gut gemacht. Ich möchte nur wissen... Nein, keine Ahnung. Ihr habt Leute zu töten, mein Freund. Macht euch ans Werk. Ich weiß. Ja. Oh, hi. Hier, Tod ist nur die Zeit, auf immer in der Leere zu ruhen. Wow. Tod ist nur die Zeit, auf immer in der Leere zu ruhen. Hier, hast du irgendeinen Hinweis? Ich hoffe, es macht euch nichts aus, aber ich habe mir die Freiheit genommen, den Ort des Empfangs in Augenschein zu nehmen. Warst du das? Direkt gegenüber vom Balkon gibt es eine kleine Brüstung, die für ein Attentat aus der Ferne hervorragend geeignet wäre. Ich habe dort etwas für euch hinterlassen, falls ihr auf diese Weise vorgehen möchtet. Okay, gegenüber der Brüstung. Dann werden wir mal sehen, wie das hier weitergeht. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und ja, beim nächsten Mal gibt es hier die große Blut-Halsabschneider-Folge. Mal gucken. Tschüssi.